Ich bin wahrscheinlich das klassische Beispiel eines Menschen, der sich an sämtliche Ernährungsratschläge des Westens hält. Mit den klassischen Folgen. Wir haben das ja alle zu hören bekommen. Kalorien rein, Kalorien raus. Und wenn man einem Menschen wie mir erklärt, wenig Fett ist gut, na dann muss gar kein Fett noch viel besser sein. Also habe ich bestimmt 15 oder 20 Jahre lang Nahrungsmittel gegessen, die mit industriell verarbeiteten Kohlenhydraten oder Zucker oder beidem vollgestopft sind. Und die ganze Zeit habe ich im Durchschnitt bestimmt 10 Stunden die Woche Ausdauersport betrieben. Aus rein wissenschaftlicher Neugier auf meinen Körper habe ich morgens auf nüchternen Magen meinen Blutzuckerspiegel gemessen. Und erst vor kurzem habe ich erfahren, dass diese Glukosewerte die ganze Zeit prädiabetisch waren. Und dabei hat er noch nicht mal das ganz schlimme Zeug gegessen. Er hat Haferflocken ohne alles gegessen, Snacks, die nicht so toll sind, aber wenigstens sind es keine Schokokekse oder Eiscreme. Trotzdem hat er prädiabetische Zuckerwerte. Jetzt stellen Sie sich mal die Leute vor, die wirklich ganz normal amerikanisch essen. Er ist doch geradezu ein Paradebeispiel dafür, dass nicht etwa Sport ausschlaggebend ist, sondern die Ernährung. Was ist, wenn Sie ein Durchschnittsmensch sind, der keine 10 Stunden die Woche Sport treibt? Was wird da aus Ihrem Körper? Was wird da aus Ihrer Gesundheit, wenn ich schon kurz vor der Zuckerkrankheit stand? Alle glauben, es geht um Übergewicht. Das betrifft 30% der Bevölkerung. Aber kaum jemand weiß, dass 40% der Normalgewichtigen dieselben Stoffwechselkrankheiten und Dysfunktionen haben wie die Übergewichtigen. Menschen mit Normalgewicht bekommen Herzkrankheiten und Krebs und Typ-2-Diabetes. Aber sie haben Normalgewicht. Das besagt, dass es nicht am Essverhalten liegt. Denn sie verhalten sich genauso gefräßig und unersättlich, aber sie gelten nicht als gefräßig und unersättlich, weil sie Normalgewicht haben. Wenn es also nicht am Verhalten liegt, muss es an dem liegen, dem sie ausgesetzt werden. Und sie sind denselben Umständen ausgesetzt wie alle anderen. Alle sind gefährdet. Aber das steht dann auf einem ganz anderen Blatt.